Tut mir leid. Ein Rettungshubschrauber hat die Straße blockiert. Irgendein Noteinsatz. Und dann war eine Fahrschule vor mir und die hat sich nicht getraut, den Löwentransport zu überholen. Löwentransport? Gesundheit. Danke. Naja, und dann sind noch die ganzen anderen Tiere natürlich in den anderen Wagen. Stopp. Vorsicht! Ja, ja, Entschuldigung. Mann! Wie, du glaubst mir nicht? Nee. Wir sind gut in der Zeit. Ich lass dich doch deine wichtigste Präsentation nicht verpassen. Mhm. Dein Entwurf ist so toll, du gewinnst bestimmt. Hier. Ah. Ich habe alles gefunden. Geburtsurkunde, Familienbuch, Personalausweis. Das ist ja ein komisches Foto von dir. Was? Wieso? Na komisch, mit den Haaren. Ich habe eine Überraschung für dich. Die vom Standesamt haben gesagt, dass am 20. noch ein Termin frei ist. So schnell schon? Ja, und Bernd kennt einen sehr, sehr guten Partyservice. Ich möchte alles voller weißer Rosen. Ein Brautschleier und eine weiße Kutsche. Nee, oder eine Stretch-Limousine mit 12 Türen. Sehr gut. Da passen unsere 5 Kinder später auch mal mit rein. 5? Wieso? Oder 6? Komm, Schatz, komm. Wir müssen los, los. Ja, Schatz. Ja, ist gut. Ja, Vorsicht. Sag mal, hast du die Jacke im Stall angehabt oder was? Das kann sein, entschuldige. Leg die Taschen. Ja. Okay, ist gut. Okay, dein Ticket. Ja. Ah. Mach's gut. Ja. Ciao. Pass auf dich auf. Ja. Oh, Scheiße. Hermano! Gustas! Bien, oye, este maldito vuelo tuvo una hora de retraso, ¿eh? Vermis, pequeño. Oye! Früher wolltest du nie Deutsch zu Hause sprechen und jetzt, wo du hier bist? Zu Hause mussten wir. Hier will ich es. Der gute Ethnologe spricht immer die Sprache der Eingeborenen. Bueno, ja. Hola. Wie geht's den anderen? Gut. Großmama hat alle im Griff. Und Gio Ernesto sind immer noch laut und falsch unter der Dusche. Und ausgerechnet das hast du von ihm geerbt. Ein Trabajo aquí. Gibt es Arbeit? Ich habe mein letztes Geld für das Flugticket bezahlt. Ich mache alles, was ich so finde, wie immer. Aber als Tourist bekommst du keine Arbeitserlaubnis. Bueno, du kannst natürlich eine reiche deutsche Frau heiraten. Rafael. Bueno, naja, vielleicht doch nicht. Warte ganz kurz hier, warte. Ich bin so gespannt, was du zu Greta sagst. Sie wollte unbedingt mexikanisch kochen. Was ist das? Keine Ahnung, hat deine Frau am Flughafen verloren. Caroline Mirendorf. Es una mujer especial. Sie ist schön. Un moment. Du bist erst 10 Minuten hier. Und du hast schon eine schöne Frau kennengelernt? Dios mio, also willst du doch eine Deutsche heiraten? Mann, Mariano. Mir ist es ja egal. Aber jetzt, wo Maria Schwein... Rafael! Wo me crees? Du denkst, ich war's? Naja, weil du so plötzlich herkommen wolltest. Wer war's dann? Ich will darüber nicht sprechen. Egal, was passiert ist, jetzt bist du erstmal hier und kannst auch bleiben, solange du willst. Gracias. Wie findest du, klingt der Name Mariano Mirendorf? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich suche was ganz Bestimmtes. Schauen Sie sich ruhig um. Und? Mademoiselle, Sie sind die schönste Braut, die ich je gesehen habe. Alex? Ja, endlich. Lass mal, das mache ich später. Das ist mehr deine Farbe.
Ich glaube, da würde Alex sofort umfallen. Das glaube ich auch. Okay, zieh's an. Ich muss sofort zur Arbeit. Ich wollte sie nur ganz schnell erzählen. Ich bin so glücklich. Ich rufe sie nachher an. Warte mal. Mein Verlobungsgeschenk. Spinnst du? Okay. Danke. Mi amor? Hallo, Rafael. Querida, hermosa, bonita, amada. Das ist mein großer Bruder, Mariano. Das ist Greta. Hallo. Hola, Greta. Freue mich ganz doll, dich zu sehen. Also, me alegro mucho de verte u benvenido a mi casa. Sie macht einen Spanischkurs. Rafael, du hast nichts gesagt. Ja, da staunt sich Berta, der Vater. Chico. Das Baby kommt nächsten Monat. Ja, und wir lassen uns überraschen, was es wird. Na, Profifußballer. Haha. Ich will euch wirklich nicht zu Last fahren. Quatsch. Mariano kann erst mal bleiben. Klar. Er hat sich nämlich für seine Maya-Ruinen mit dem halben Land angelegt. Mit dem Ganzen. Bist du so ein richtiger Kämpfer, ja? Ein Kämpfer ohne Job. Egal. Wir haben hier drei Unis. Du findest ganz bestimmt etwas und alles andere. Werde ich regeln. Bueno. Wir haben uns so auf dich gefreut. Ich habe was gekocht. Ich hoffe, du magst Chili. Chico, kann ich kurz zuschauen? Kein Problem. Hier, toma. Was ist? Querida, ich brauche deine Hilfe. Mariano muss heiraten. Und wen? Nee, oder? Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Moin, moin. Guten Morgen, Slewinski. Donnerwetter, Sie sehen ja fröhlich aus heute. Sie aber auch. Gab's wieder große Erfolge am Wochenende? Mein Zweitjüngster, der hat gestern drei Dinger reingehauen gegen den SC Moabit. Da haben Sie ja einen kleinen Michael Preetz zu Hause. Bloß nicht, der ist ja ein Deißler-Fan. Ich gehe mal in den Steinbruch. Nur nicht unterkriegen lassen, ne? Nee, nee. Sie haben die Tabellen fertig. Natürlich, ich rechne nur noch schnell die Zinssatzsenkung ein. Gibt es einen Grund? Ich meine, so plötzlich. Also, ich bin nicht schwanger, wenn du das meinst. Bitte sag, dass du dich aufholst. Ja, natürlich. Ich bin so aufgeregt, Papa. Guck mal. Du liebst ihn? Papa! Ich habe mich sofort in deine Mutter verliebt. Ich habe mit der Band gespielt. Sie hat den ganzen Abend mit niemandem getanzt, hat nur zugeschaut. Als ich fertig war, bin ich zu ihr gegangen und habe sie gefragt, ob sie mit mir tanzen will. Sie hat mich angelächelt. Wir haben die ganze Nacht getanzt. Ohne Musik. Jetzt tanzt sie sicher irgendwo im Himmel. Danke. Papa? Ja? Hast du schon gesehen? Hier. Lux Biochem sind jetzt praktisch Alleinanbieter für Blutzuckerteststreifen. Das ist doch wohl eher was für die Analyseabteilung. Ja, aber Fusion im Pharmabereich? War dein Diplomthema, ich weiß. Genau. Also, du würdest aufgrund dieser paar Informationen eine Kaufempfehlung aussprechen? Ja, ich glaube, ich... Vielleicht hast du recht. Essen wir heute Abend zusammen? Ja, gerne. Thank you.
sicher vielleicht was. Naja, ich meine, was du in 2 Tagen schaffst, dazu brauche ich 2 Wochen. Vielleicht solltest du mir auch mal einen besorgen. Ja, ich meine, ich könnte es gut gebrauchen, weißt du? Ja, natürlich. Ja, also im Restaurant? Oh. In der Osteria. Ja, wir haben einen Freundentisch. Ja, wie lecker. Echt? Schrimps und Hummer. Du hast eine große Zone, ist ja nicht wahr. Habt euch aber einen schönen Entschuldigung ausgesucht, ja. Einen Moment. Ja, hallo? Ja, Frankfurt, 8.25 Uhr, Gate A. Bitte schön, ja. Wie? Das hast du nicht gemacht. Original? Du hast dir dem Restaurant unter Tisch ausgezogen. Das ist ja unglaublich. Sag mal, und der Kellner? Verzeihung. Moment. Ich suche einen Umschlag. Was hat er denn ausgezogen? Bitte? Was er... vorhin habe ich hier einen Umschlag verloren. Sekunde. Ja, tut mir leid. Hier wurde nichts abgegeben. Sag mal, was ist denn? Wurde ja beim Kollegen abgegeben. Hören Sie, ich bin seit 8 Uhr heute Morgen hier. Hier wurde kein Umschlag abgegeben, okay? Schade. Ja. Ach ja, ich meine, dass er mit ihr Schluss gemacht hat, ist doch völlig klar. Natürlich. Ja, was ist denn heute nur los? Mariano Fuentes? Tut mir leid, ich kenne diesen Mann nicht. Naja, ich meine, die Frau, die redet doch den ganzen Tag am Telefon, von morgens bis abends. Mariano Fuentes? Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Wenn ihr so schnell heiratet, muss ich mich ranhalten. Schaffst du es mit deinen Vorbereitungen? Ja, klar, du kennst mich doch. Deswegen mache ich mir ja Sorgen. Ist alles in Ordnung? Ja. Und was ist das jetzt? Was hältst du davon, wenn wir tauschen? Ihr zieht ins Haus und ich baue mir die Remise um. Für Alex bauen wir in der Garage ein Büro. Ich darf mein Musikzimmer behalten. Ist doch Platz genug für uns drei. Ich glaube, wir mieten uns eine Wohnung in der Stadt. War auch nur so eine Idee. Die Garage musste sowieso mal aufgeräumt werden. Aufgebaut als dekoratives Buffet. Mhm. Aber warme Speisen werden grundsätzlich kalt angeliefert. Also, das verstehe ich auch nicht. Wie ist das gemeint? Ist das gemeint? Hallo, Süße. Endlich. Komm, was ist denn los gleich? Ja. Hi, Karl. Warme Freundin, die Silber. Hi, Alex. Hallo. Wir holen noch den Öffner. Ja. Diese. Ein Öffner. Okay, schön tief ein- und ausatmen, ja? Ich hab die Papiere verloren. Was? Das war alles in einem Umschlag und den habe ich verloren. Sicher? Sicher. Scheiße. Dann lässt du sie eben nachmachen. Das dauert ewig. Dann bläst du die Hochzeit ab. Bist du verrückt? Ey, so dramatisch ist es auch nicht. Ich liebe ihn. Ja.
Kann ich euch irgendwie helfen oder? Hm? Nö. Eine Überraschung. Mhm. Moment noch. Was ganz Schönes. Ja. Ich will heiraten. Ich will ein tolles Brautkleid. Und ich will, dass das alles am 20. passiert und nicht irgendwann. Frauengespräche, die kommen gleich. Wie ist denn der Wettbewerb ausgegangen? Naja, eigentlich sollte ja die Präsentation jetzt alles entscheiden und... Und? Das, ja, sie haben mehrere Vorschläge ausgewählt. Meiner ist dabei und jetzt sollen wir in den nächsten 2 Monaten einfach noch eine Präsentation machen. Das ist doch ein schöner Erfolg. Ja, aber ich habe nicht damit gerechnet, weißt du? Weißt du, Kalle, es ist gut, dass du jetzt damit anfängst. Ich wollte dich sowieso was fragen. Durch die Verzögerung des Wettbewerbs komme ich in finanzielle Schwierigkeiten. Und du arbeitest doch in der Bank. Und da habe ich mir gedacht, da könntest du mir doch einen Kredit bewilligen, so ganz unbürokratisch. Also es bleibt ja in der Familie, das Geld. Balkonkasten aus. Du hast gesagt, das Teil soll da ran. Ja. Hola. Hola. Nicht erfolgreich. Ich bin ein überqualifizierter Latino ohne Arbeiterlaubnis. Ich bin eine schwangere Blondine ohne Studienabschluss. Das ist auch nicht besser. Hast du drüber nachgedacht? Es ist illegal. Wie willst du denn sonst eine Arbeitserlaubnis bekommen? Rafael piensa. Wenn es rauskommt, bekommt Greta Probleme. Gretas Name taucht doch nirgendwo auf. Sie heiratet dich mit dem Namen dieser... Caroline Mierendorf. Ehe. Und die erzählt den Behörden einfach, alles sei ein Irrtum und alles ist in Ordnung. Und inzwischen hast du einen Job. Das klappt. Ich weiß nicht. Bitte, dann geh doch zurück nach Mexiko und erzähl Marias Familie, warum sie schwanger ist und du abgehauen bist. No me crees. Du glaubst mir nicht. Ich komme jedenfalls nicht zu deiner Beerdigung. Mir so leid. Alex? Ja, Mama? Hast du die Ringe? Die hat der Trauzeuge, Mama. Nein, ich hab sie dir heute Nein, bitte. Gemacht. Mama, Bernd, guck doch mal nach. Mann, nein, Mama, ja. Bist du aufgeregt? Alles gut. Guck mal nach. Die Ringe. Die Ringe. Wieso die Ringe? Guck mal nach. Ich hab keine Ringe. Jetzt mach mich wahnsinnig. Dann hab ich sie. Dann nein, ich sie. Bernd, ich hab sie Moment, ganz ruhig, im Auto gegeben. Ja, oh, hast du die Ringe nicht gestern dem Standesbeamten gegeben? Was? Du hast die Ringe dem Standesbeamten gegeben, oder? Ja, klar. Ja, gut. Also, du siehst toll aus. Du siehst toll aus. Ich liebe dich. Danke. Meine Herrschaften, kommen Sie bitte. Bernd? Saskia. Mama? Ja, Papa, Alex. Okay. Alexander Reutermann. Nehmen Sie die hier anwesende Caroline Mierendorf zur Frau, so antworten Sie mit Ja. Ja. Caroline Mierendorf, nehmen Sie den hier anwesenden... Verzeihung. Nehmen Sie den hier...
Gibt es irgendwelche Probleme? Also, das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Kann ich doch nichts dafür. Alex, die Ringe. Kurz gesagt. Na, was? Kurz gesagt, ich kann dieser Eheschließung im Moment leider nicht zustimmen. Und wieso nicht? Weil Sie, Frau Mierendorf, bereits verheiratet sind. Wow. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Computerfehler ist oder so. Ich kann mir das nicht erklären. Ich würde dich gerne in einer Stunde in meinem Büro sprechen, ja? Also ich habe mir jetzt gedacht, dass man auf jeden Fall das über... Ich verstehe das nicht. Ich kenne keinen Mariano Fuentes. Wie kann sowas denn passieren? Ich verstehe das nicht. Ich bin nicht verheiratet. Ja, ja. Jedenfalls nicht mit mir. Komm jetzt raus, bitte. Das wird sich alles aufklären. Nein. Hör mal zu, Schatz. Ich muss jetzt meine Eltern nach Hause fahren. Meiner Mutter, der geht's nicht so gut, ja? Wir unterhalten uns dann später. In Ruhe, ja? Okay? Alex, warte. Hi, Caro. Hier. Ein Jahr. Der Standesbeamte hat gesagt, die Annullierung zu einer Ehe dauert ein Jahr. Ist doch gut, dann kannst du dir noch in Ruhe überlegen, ob du es wirklich willst. Ich wollte das, ich wollte heute heiraten und jetzt sind alle sauer. Ich bin nicht sauer. Außerdem bist du seit heute verheiratet. Und ein Mariano Fuentes ist vielleicht sogar noch spannender als ein Alexander Reutermann. Hm? Also nochmal, Sie sind verheiratet. Nein. Oder ja, ich bin, aber ich habe nicht. Also nicht geheiratet. Ich bin es nicht. Ich habe noch nie geheiratet. Ja, das wissen wir ja schon. Aber wer ist dann dieser Mariano Fuentes? Ich weiß es nicht. Achim, hast du mal den Auszug aus dem Melderegister? Na, da ist er doch. Mariano Fuentes, geboren in dem jedenfalls in Mexiko, wohnhaft, Kastanienweg 12, Berlin-Zehlendorf. Das ist meine Adresse. Ich weiß aber, meine Frau und ich, wir wohnen auch im gleichen Haus. Gut, wir können dem Merinder auch einen Abzählbescheid beantragen, aber es dauert dann auch ein paar Wochen. Jetzt vergiss das mal alles. Wir gehen jetzt frühstücken oder ein Zoo oder sonst was. Hm? Irgendwas Lustiges. Kann ich meinen Vater nämlich noch sprechen? Caroline Mierendorf, guten Tag. Nein, Herr Brenningmeier, ich bin die Tochter, aber... Ja, das Jahr war alles andere als erfreulich. Verzeihen Sie, ich bin nicht bevollmächtigt. Aber mein Vater ist bestimmt gleich wieder da. Allerdings. An wie viel hatten Sie denn gedacht? Oh, mhm. Gut. Also wenn ich jetzt kaufen würde, würde ich alles in Nox-Aktien investieren. Die Firma ist recht neu am Markt, aber es stehen einige vielversprechende Fusionen an. Damit sind Sie auf der sicheren Seite. Okay. Ich verrate es sonst keinem. Auf Wiedersehen. Papa, weißt du, was gerade passiert ist?
Wer ist auf der sicheren Seite? Ich habe gerade ein Geschäft gemacht. Mit einer Scheinehe. Was? Papa, ich kenne keinen Mariano Fuentes. Und ich erkenne dich nicht wieder. Das war doch nur... Was immer es war. Ich will davon nichts mehr hören. Ich möchte, dass du das in Ordnung bringst. Und zwar schnell. Und warum schreibt dieser Typ das Buch nicht alleine? Dieser Typ schreibt ein Buch über Zivilisationsformen. Und die Kapitel über die Maya schreibe ich. Aber es müssen noch Gelder bewilligt werden. Deswegen kann ich in 2 Monaten erst anfangen. Gloria, du nimmst die Geheimnisse Neuseelands. Die Sonne Spaniens. Und was machst du bis dahin? Ich werde einfach alle Jobs wegschnappen. Die Seele Mexikos. Und den Zauber aus 1001 Nacht. Und du hast den sinnlichsten aller Cocktails. Andere würden sagen, Tequila soll Reis mit Kiwi-Stückchen. Gloria, ich wollte eine schöne Frau beeindrucken. Zum Beispiel bei Onkel Ricardos Beerdigung. Da hast du die Urne geklaut und ich wurde erwischt. Weil du die Asche in die Marionas Gemüsegarten gestreut hast. Du hast gesagt, das ist gut für die Pflanze. War es. Ihre Peperoni gewinnen heute noch Preise. 3 Wochen Stubenere. Immer hast du mich zu irgendwelchen Blödsinn überredet. Hallo. Hola. Was darf sein? Hey, guck mal, die suchen uns. Die suchen echte mexikanische Banditos zum Verkauf von Red Hot Chili Burger. Gewürzt mit Bleikugeln. Die nehmen uns. Jetzt komm schon. Dein Job beginnt erst in 2 Monaten. Wir brauchen aber jetzt Geld. Wer überredet wen? Soy tu hermano mayor. Genau, wir foltern ihn, bis er die Wahrheit sagt. Um wen geht's eigentlich? Mariano Fuentes. Er hat mein Leben zerstört und jetzt zerstöre ich seins. Hey, da ist ja jemand richtig sauer. Soll ich dir meine Uzi borgen? Vielleicht komme ich später darauf zurück. Wie heißen denn diese Latino-Schuppen, wo du mal hingehst? Schuppen? Also, am liebsten gehe ich ins Tres Flores. Aber das ist eigentlich ein Nobelrestaurant. Versuch's mal im Centro Americano. El Zorro Negro. Warte. Zorro Negro. Zorro mit spanischem R. Zorro. Casa Maria. Exakto. Und dann gibt's noch etwa 60 weitere südamerikanische Clubs und Restaurants. Nicht zu vergessen, die Kulturzentren, Zigarrenläden, spanische Buchläden, südamerikanische Fußballvereine. Ich werde ihn finden. Buenos dias. Ich suche... Le Busca Mariano Fuentes. Mariano Fuentes? Mariano Fuentes, nein. Tut mir leid, kenne ich nicht. Aber ein Stück Wurst kann ich. Danke. So. Oh, hab ich vergessen, ist ganz scharf. Ja. Unwahrscheinlich, aber kennen Sie einen Mariano Fuentes? Ja, der ist da. Ja? Ja.
Das ist da hinten. Guten Tag, mein Name ist Caroline Mierendorf. Er spricht nur Spanisch, aber ich kann für Sie übersetzen. Gut. Ich möchte ihm sagen, dass ich die Frau bin, die er anscheinend geheiratet hat. Und jetzt will ich versuchen, einen Weg zu finden, wie wir schnell dafür eine Lösung finden. Meine Familie erwartet das. Ella dice que es tu mujer y ahora van a haber problemas. Nunca la había visto. Bonita la muchacha. Dile que me la llevo. Was hat er gesagt? Er ist einverstanden. Womit? Dass sie seine Frau sind. Los, Café con leche. Hallo, Schatz. Hallo. Bonjour. Ich habe den ganzen Tag versucht, diesen Mexikaner zu finden. Und? In einer Kneipe kennen Sie ihn und rufen mich an, wenn er wieder vorbeikommt. Ich habe Bäume gekauft. Die sind ja wunderschön. Ja, die sind ganz schön. Was soll ich denn machen? Ich war bei der Polizei in 1000 Kneipen. Ich verstehe einfach nicht, wie sowas sein kann. Ich verstehe das noch am allerwenigsten, weißt du? Vielleicht ist das ein Zeichen. Also, vielleicht sollten wir mit der Hochzeit einfach noch ein bisschen warten. Alex, wir wollen doch heiraten. Ja. Der ist kaputt. Oh je. Schlimm? Nee, nicht schlimm. Nicht. Der ist. Kann ich wegschmeißen. Und dann hat er gesagt, dass er mich als seine Ehefrau akzeptiert. Nein, Caro, das ist ja so abgefahren. Sah er gut aus? Aber mindestens 70. Aber er ist Südamerikaner. Zorro, Don Juan, Casanova. Olé. Der war Italiener. Außerdem waren die alle untreu und darauf stehe ich nicht so. Hilf mir lieber, diesen Betrüger zu finden. Ist doch klar. Du machst in diesem Centro Mexicano einen Salsa-Kurs. Und irgendwann wird er ja mal wieder auftauchen. Ich und Tanzen, das ist eine super Idee. Ein bisschen üben musst du schon noch. Blöde Kuh. Süß. Eigentlich wollte ich es dir nicht zeigen. Nach dem Standesamt war ich irgendwie inspiriert. Entschuldige. Ist ja wunderschön. Du bist die tollste Frau auf der Welt. Mit oder ohne Hochzeit. Quatsch, ich bin ein Versager. Spinnst du? Du sollst endlich machen, was du willst und dich durchbeißen. Hier. Au! Bist du verrückt? Nicht schlecht. Zur Belohnung spendiere ich dir jetzt erstmal ein Trostpflaster. Komm. Zweimal Vanillecreme mit Mango. Con placer. Was ist denn mit dir los? Geht's dir nicht gut? Saskia, das ist er. Das ist wer? Der Verkäufer. Guck mal auf sein Namensschild. 82. Stimmt so. Danke. Was ist das, Saskia? Jetzt setz dich erst mal hin. Ich muss zur Polizei. Jetzt setz dich erst mal hin. Dieser tolle
tolle Typ am Tresen ist also dein Mariano. Muss es sein? Noch mehr Mariano-Freund, das kann es ja wohl nicht geben. Hola, Superman kauft bei mir. Ich bin noch gar nicht Superman. Als Superman ein kleiner Junge war, sah er genauso aus wie du. Das ist nicht schlecht, dein Mann. Ja, das ist kriminell, Saskia. Ja, sieht gar nicht so aus. Komm, schnell weg. Und? Immer noch Polizei? Nein, ich frage ihn erstmal. Kommst du mit? Mann. Entschuldigung, hier hat eben mein Herr Fuentes gearbeitet, oder? Der hat... Tja, Feierabend. Seid ihr Freundinnen von ihm? Eigentlich sind wir Fans von ihm. Genau. Er ist heute Abend im Centro Mexicano. Wir haben da so ein Fest. Ab 8. Kommt doch einfach hin. Okay, danke. Bitte. Hast du heute Abend schon was vor? Wenn ja, musst du es absagen. Bitte geh mit mir auf dieses Fest. Aha. Alexa. Olé, komm. Papa? Ja? Ich gehe noch mit Saskia weg. Zu einer Kulturveranstaltung. Kulturveranstaltung? Mhm. Und Alex? Er muss leider noch arbeiten. Was machst du denn noch so? Herr Brenningmeier, ein sehr guter Kunde. Ich soll ihn anrufen. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Gibt's sonst was Neues? Wegen der Hochzeit? Ich arbeite dran. Gut. Na dann. Tschüss, Papa. Viel Spaß. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Ich weiß doch auch nicht. Gut, wenn ich will. Ey, jetzt Saskia, komm. Jetzt gehen wir ja zusammen rein. Ja, was denn jetzt? Sollen wir hier bleiben oder gehen? Entweder oder. Ja. Na. Auf sehr interessante Weise. Moment. So. Diese Pyramide zum Beispiel hat, so wie das Jahr 365 Tage hat, 365 Stufen. Und das Besondere ist, dass zweimal im Jahr, an besonderen Tagen, die untergehende Sonne einen riesigen Schatten wirft. Und es entsteht das Bild einer gefiederten Schlange. La Serpiente Emplumada. La Serpiente Emplumada, eine der faszinierendsten Götter der Mayas. Im Jahre 1562 sammelte der Kreuzfahrer Diego de Landa alle Schriften der Mayas, die er finden konnte. Er errichtete einen großen Scheiterhaufen und übergab alles den Flammen. Das ist der Grund, warum so viel von dieser fantastischen Kultur für immer verloren ist. Ich bin der Überzeugung, dass die Kultur das höchste Gut des Menschen ist. Und jetzt vielen Dank und genießen Sie das Fest. Que disfruten la fiesta. Gracias. Vorsicht, das Zeug hat mächtig Umdrehungen. Das brauche ich heute auch. Da ist er. Und jetzt? Kommt drauf an, was du willst. Er kommt näher. Oh nein. Oh, hoppsala. Entschuldigung, das war... Ich wollte nur... Tanzen. Nein. Ich kann da nicht tanzen. Ich glaube, du kannst das. Kennen wir uns? Ich bin Mariana. Ich bin Karin. Carmen. Carmen? Ich kann wirklich nicht tanzen. Carmen! Ma.
mach die Augen zu. Man tanzt nicht mit den Augen, man tanzt mit dem Herzen. Augen zu. Beide. Preciosa, ¿quieres bailar conmigo, hermosa? Ich hoffe, du hast mich gefragt, ob ich mit dir tanzen will. Zu übersehen. Ja, das ist so toll. Und jetzt? Keine Ahnung. Was ist mit deiner Mission? Was? Dein Verlobter, deine Lebensversicherung, deine Hochzeit, weißt du nicht mehr? Wir waren begeistert, haben Sie gemerkt. Nächste Woche könnt ihr den Vertrag holen. Du hast recht. Hola, Mariano. Hola, Carlos. ¿Qué quieres? Te venimos a buscar. Para, te equivocaste de persona. María dice todo lo contrario. Tú arruinaste la vida de María. Yo no soy el padre del niño. No te creemos. María me... Bueno, hablemos. Danke. Weißt du, wo Nox gerade steht? Ja. Bist du wahnsinnig? Die Aktie ist überall auf Verkaufen gestuft. Entschuldige, aber deine Information ist von gestern. Seit heute früh steht Nox bei allen amerikanischen Banken auf Strong Buy. Du kannst doch nicht einem wichtigen Kunden deinen privaten Tipp geben. Er hat mich gefragt. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Ich weiß. Warum hast du mir nicht wenigstens davon erzählt? Wollte ich, aber du hast mir... Ich verstehe dich nicht mehr. Du lässt deine Hochzeit platzen. Ich, das machst hinter meinem Rücken Geschäfte. Das stimmt nicht. Und jetzt hast du nicht einmal das Rückgrat, dazu zu stehen. Du hörst mir ja nie zu. Welchen Spinnereien soll ich denn noch zuhören? Ich habe nicht geheiratet. Und Nox war ein guter Tipp. Dein guter Tipp kann mich den Job kosten. Keine Angst. Ich kündige. Ich kenne Ihren Nachnamen. Aber Ihr Vorname ist Carmen. Mein Vorname ist Karl-Heinz. Aber noch mehr private Auskünfte darf ich Ihnen nicht geben. Aber es ist so, wenn sie geht, stolpert sie und macht so. Und ihr Lächeln, kennen Sie die Mona Lisa? Kenn ich. Vergessen Sie die Mona Lisa. Ihr Lächeln ist so schön, dass man es nicht malen könnte. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Tut mir echt leid, Mann.
Was machst du denn hier? Ich suche dich. Gestern warst du einfach weg? Entschuldigung, es ging nicht anders. Was ging nicht anders? Weißt du auch nicht, wie viele Banken es in dieser Straße gibt? 5. Und in jeder wissen sie jetzt, dass es irgendwo eine Frau gibt mit einem fantastischen Lächeln. Hast du jetzt Zeit oder musst du arbeiten? Ich habe Zeit. Ich habe sogar sehr viel Zeit. Ich habe mich gerade gekündigt. Warum? Weil hier niemand an meinen Fähigkeiten interessiert ist. Dann muss man gehen. Ja. Pass auf. Als Entschuldigung hast du jetzt 3 Wünsche frei. Und egal, was es ist, ich werde sie erfüllen. Du bist ja verrückt. 3 Wünsche? Gut. Dann will ich etwas machen, was ganz viel Spaß macht. Es muss ein echtes Abenteuer sein und es muss etwas sein, das ich noch nie gemacht habe. Farbe der Sonne. Das ist Mexiko. Was ist das denn? Yucatan. Ja, da kommt die Palme her, auf der ich gleich zu sehen bin. Es tut mir leid, mir ist ein kleines Unglück passiert. Das sehe ich. Wird den abgezogen. Mann, Mann, Mann. Ja, Eimer, Lappen, im Lagerraum. Aber Dali. Mann, Mann, Mann. Ich bin da. Schrei doch nicht so. Entschuldige, ich dachte, du bist da hinten. Guck mal, was denkst du? Beton, grau, Aluminium, grau oder Anthrazit, grau. Wie wär's mit Blau, Gelb, Grün? Das ist eine Brücke. Ich habe gekündigt. Was hast du? Ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Ja, und deshalb kündigst du? Er traut mir nicht zu. Ja, aber... Spinnst du jetzt total? Ich dachte, wir wollen heiraten. Wollen wir ja auch. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Aber besprich das doch bitte vorher mit mir, bevor du kündigst. Wieso? Du machst doch auch immer, was du willst, ohne mich zu fragen. Ich mach nicht, was ich will. Caroline, ich muss diese Brücke bauen, verstehst du? Du hast doch nur Angst, dass du jetzt keinen Kredit mehr über Papa bekommst. Danke. Ich mach das hier auch irgendwie für uns. Hast du diesen Mexikaner, hast du den gefunden? Nein. Toll. Entschuldigung. Toll. Caro, 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 du hast Alex angelogen? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Hör auf dein Gefühl, dann passiert das Richtige. Du hast recht. Ich will mit Alex leben. Ich werde Mariano nicht mehr treffen. Hast du viele Geschwister? Ja. Wie viele? Viele. Juan, Alejo, Inés.
Olga, Frieda, Raphael, 6. Danke. Und du? Ich hab meinen Vater. Psst. Hola, compañeros, seid ihr da unten? Was machst du denn? Es gibt ein Maya-Volk, das spurlos verschwunden ist. Sie haben eine fantastische Stadt im Urwald hinterlassen. Der Sage nach leben sie unter der Erde. Hola! 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 Ich glaube, ich höre sie. Archäologie kann ja richtig spannend sein. So wie Indiana Jones. Und so bist du auch? Claro. Ich habe mal einen Wald von Regenschirmen vor dem Rathaus aufgestellt. Damit die endlich begreifen, dass der saure Regen die Maya-Ruinen zerstört. Und? Die Leute dachten, der Bürgermeister verschenkt die Schirme. Er wurde wiedergewählt. Mit großer Mehrheit. Die Zuhörer bei deinem Vortrag waren total begeistert. Was denn das? Das ist ja ein schöner Anhänger. Das ist ein Stein, der vom Himmel fällt. Sternschnuppe? Sternschnuppe, Meteorita. Und strahlt der kosmische Energie aus? Natürlich. Ich bin erleuchtet. Ich auch. Ich muss noch mal in die Bank meine restlichen Sachen holen. Weißt du, weil ich habe doch gekündigt. Kommst du mit? Nabend, Herr Sliwinski. Nabend. Ich hole nur kurz was, ne? Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Das ist sehr schön. Ja, das gefällt mir auch. Das passt sehr gut an einen Ort wie hier. Das ist ein Dekret der spanischen Krone von 1561. Es regelt den Handel zwischen den Kolonien in Mexiko und dem Mutterland Spanien. Der Handel der Könige. Handel und Bank, das passt ja. Hier steht es. Zucker, Kakao, Tabak. Alles Luxusgüter. Das interessiert mich. Wir haben oben noch mehr von diesen Schriften. Vielleicht haben Sie Lust, mal vorbeizuschauen. Sehr gerne. Warten Sie auf jemanden? Ja, eine Freundin. Sie macht Überstunden. Nein, sie hat gekündigt. Ihr Chef ist ein Idiot. Idiot. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch, Herr Mirendorf. Und grüßen Sie meine Tochter von mir. Caroline. Alles in Ordnung? Ja, klar. Du hast mir so viel von deiner Heimat erzählt. Ich würde dir gerne was von meiner zeigen. Bist du allergisch gegen Pferde? Nein. Gut. Dann gehen wir morgen reiten. Um 3. Schön, dass du auch schon da bist. Oh nein. Wir waren um 6 Uhr in Portofino verabredet. Das habe ich total vergessen. Weißt du eigentlich, wie wichtig dieser Dr. Berg für die Jury ist? Das tut mir leid, ich habe es vergessen. Ja, aber wir haben uns doch heute Morgen darüber unterhalten, oder fantasiere ich jetzt? Ich weiß, es tut mir leid. Du, was ist denn los, Caroline? Hm? Gar nichts. Du hast einen Deal mit diesem Mexikaner. Was? Ja, er hat dich zu einer Scheinehe überredet. Hm? Oder ist es mehr? Na, spinnst du? Na klar. Dieser schleimige Latino Casanova hat dich um den Finger gewickelt.
Arme, kleine, süße Caroline. Papas Liebling macht uns allen nur etwas vor, hm? Oh. Alex, es reicht. Okay. Dann sag mir jetzt, dass du nicht gerade von diesem Typen kommst. Na super. Danke. Alex. Ja, ich. Du ein totaler Vollidiot! Mann. Caroline. Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt. Du schmeißt mich jetzt raus, ne? Ja. Bitte. Bleib doch bei deinem Affen. Aber pass bloß auf, dass er dir nicht auch noch ein Kind macht und dann abhaut. Und was feiern wir denn? Ich habe mich in meine Frau verliebt. Du hast dich in Greta verliebt? Raphael, no. In die Frau auf dem Ausweis. Ach so. Caroline Mierendorf. Was? Sie war auf dem Fest. Wieso war sie auf dem Fest? Zufall. Mann, Mariano, so etwas ist doch kein Zufall. Scheiße, weißt du, wer du bist? Nein. Aber morgen sage ich es ihr. Bist du verrückt? Sie wird dich anzeigen. Auch wegen Greta und mir. Bitte. Du darfst sie nicht wieder treffen. Das kann ich dir nicht versprechen. Pferde haben einen eigenen Charakter, den sie auch zeigen. Es gefällt mir. Ja, meine Schöne. Carmen, ich wollte... Eigentlich hieß sie Hillary und hat einen ewig langen Stammbaum. Aber ich habe sie Hilde getauft. Es ist verrückt. Aber du kannst doch reiten, oder? Ich bin Mexikaner. Vorsicht! Das Hector, der ist sehr gefährlich. Würdest du ihn gerne reiten? Vielleicht im nächsten Leben? Hast du was zu fressen für ihn? Mhm. Gib's ihm. Wenn du keine Angst hast, schaffst du alles. Ich hab keine Angst. Ich weiß. Ich muss dir etwas sagen. Ja? Ich habe etwas gemacht, was... Aber vielleicht war es auch Schicksal, weil... Oh nein. Buenas tardes, señorita. Perdone que la moleste. Qué lindas sus plantas. No la quería asustar. ¿Me podría decir, por favor, dónde está Mariano Fuentes? Was wollen Sie? No, no entiendes. Queremos a Mariano Fuentes. Ich verstehe Sie nicht. Mariano Fuentes. Oye, calma, calma, calma. ¿Calma qué? No lo entiende. Claro que entiende, mierda. Mire, un diccionario. Aquí lo tengo. Mi Schwester. Sí. Sí. Embarazada. Está... Aquí, aquí.
schwanger. Schwanger? Sí. Sí. Y Mariano Fuentes. El padre de la puta madre. Vater. Mariano? Sí. Entendió. Entendió. Le cachó. Ich kenne keinen Mariano Fuentes. Claro que mentira, que puta madre. ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Calma. Calma, por favor. Venga, vamos. ¿Por qué? Joder. ¡Está adentro! Vámonos, te digo. ¿Por qué tú vas? Que te calles, no vamos, te dije. ¡Qué mierda! Que vámonos. Tenemos ahora la posibilidad. ¡Vámonos! ¿Ya? Wollen Sie zu uns? Ich dachte, hier wohnt der Herr Fuentes. Ja, das ist mein Mann. Der ist nur gerade nicht da. Soll ich ihm was ausrichten? Und das Kind ist auch von Herrn Fuentes? Ja. Warum? Hey! Hey, warte mal! Hallo! Scheißkerl! Dieser schleimige Latino Casanova wickelt mich blöde Kuh um den Finger mit seinem Gequatsche. Ich bin so dämlich! Mist! Ja, und nun? Dieser widerliche Mistkerl. Ich möchte ihn anzeigen. Was wollen Sie wissen? Hm? Du hast ihr unsere Adresse gegeben? Ich glaube es einfach nicht. Querida, pack schon mal die Zahnbürste für den Knast ein. Kalmate, Chico. Reg dich ab! Ach ja, wie lange kennst du sie? Ich kenne sie. Wie lange ist egal. Deine Menschenkenntnisse hast du ja bewiesen, als deine wunderbare Freundin Maria schwanger wurde. Caroline ist nicht wie Maria. Deine Frauen reiten dich immer rein. Maria hat ihrer Familie nicht gesagt, wer der Vater ihres Kindes ist, also musstest du aus Mexiko abhauen. Und Caroline... Sie war hier, an der Tür. Ich habe aufgemacht. Sie hat gefragt, ob ein Herr Fuentes hier wohnt, und dann ist er einfach abgehauen. Was hat sie gesagt? Mariano, warte. Polizei. Greta, wacht auf. Guten Tag. Guten Tag. Und hier ein Mariano Fuentes. Mariano Fuentes? Nee, es tut mir leid. Also hier wohnt Rafael Fuentes. Das muss ein Irrtum sein. Also Fuentes ist ja auch sowas wie Müller, ne? Also jedenfalls im spanischen Sprachraum. Mhm. Ja, aber kennen Sie diesen Mariano Fuentes? Nee. Tut mir leid. Da müssen wir es nochmal überprüfen. Entschuldigung. Macht nix. Wiederschauen. Tschüss. Du kennst sie, ja? Nein, Papa, nicht jetzt. Ich bring dir deine Sachen. Was ist denn passiert? Du hast recht, ich mache allen nur was vor. Du hast dich verliebt. Ich habe ihn angezeigt. Ja, aber du hast dich verliebt. Du siehst immer nur deine Brücke. Ja, ist einfach. Du hast dich verliebt und ich bin jetzt auch noch schuld, oder was? Nein, Alex. Ja, was denn? Wir leben aneinander vorbei. Du hast recht, ja. Du siehst schrecklich aus. Du auch. Warte. Viel Glück. Hallo, Karl. Carolina, ich habe den Wettbewerb gewonnen. Hier, der Brief. Der war heute im Briefkasten. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft. Komm, lass uns ein bisschen feiern. Ist auch irgendwie unser gemeinsames Projekt. Tut mir leid. Aber das wird doch jetzt alles gut. Alex, das mit uns beiden, das geht einfach nicht mehr.
Ich hab gedacht, es wird alles gut. Es wird die schönste Brücke der Welt. Ich schicke dir eine Einladung zur Einweihung. Wie spät ist es? 10 vor. Der kommt schon noch. Und wenn nicht? Tja, dann musst du diesmal ein bisschen weiter wegsuchen. Fuentes? Ja. Wir müssen Sie bitten, mitzukommen. Angezeigt? Ja, weil du mich angelogen hast. Ich wollte dir alles erzählen. Hast du aber nicht. Hast mir auch nicht erzählt, weshalb wir verheiratet sind. Was mit Maria ist. Ich habe mich von ihr getrennt, bevor sie schwanger wurde. Ich liebe dich. Vertrau mir. Una taza con té y galleta, huevón. Carlos, no entiendes nada. ¿Qué es eso? Ya te lo expliqué. Keine Ahnung. Yo no soy el padre. ¡Mentira! Hi, ich bin Greta. Hi, Carolina. Sie war du bei deiner Hochzeit mit Mariano. Und dann bist du auch der Vater. Ja, das ist der Papa. Ja. Yo no soy el padre. Pero me voy a ir con ustedes para encargarme de María y del niño. Okay. Er will zurück nach Mexiko, um sich um Maria und das Kind zu kümmern. Was? Spinnt der? Was? Oye, por qué? Porque el verdadero padre es un cobarde. Mariano sagt, der echte Vater ist ein Feigling. Cobarde? Un cobarde. Es un perdedor y un maricón. Un maricón, hombre. Un maricón! Anscheinend fühlt sich Miguel angesprochen. Un maricón, hä? Un maricón, hä? Cálmate, puto! Cálmate, no! Estoy diciendo que te calmes, déjalo hablar. ¿Cómo que? ¿Pero qué estás haciendo, hombre? Déjalo hablar. Te estoy diciendo que... Sie sind verhaftet. Gegen Sie wird ermittelt. Wegen Urkundenfälschung und Scheinehe mit einer Caroline Mierendorf. Das geht? Ich bin Caroline Mierendorf. Und das ist mein Mann Mariano Fuentes. Es gibt absolut keinen Grund, ihn zu verhaften. Das ist kein Beweis.
Mexiko. Carlos. Okay. Carlos. Hola, bueno. Dame. Sí, sí, mira, sí. ¿Me ayudas, por favor? Por supuesto. Que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma imposible. Hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido y en su fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al mirarte casi, casi se me olvida que hay un pacto entre los dos. ¿Qué quieres? ¿Qué mires? Yo soy el padre del niño. ¿Ah, sí? ¿De qué era otro? ¡Hombre, cálmate! ¿También? ¡Padre! Eigentlich hieß sie Hillary und hat einen ewig langen Stammbaum. Aber ich habe sie Hilde getauft. Es ist verrückt, aber... Du kannst doch reiten, oder? Ich bin Mexikaner. Vorsicht! Der Sektor, der ist sehr gefährlich. Würdest du ihn gerne reiten? Vielleicht im nächsten Leben? Hast du was zu fressen für ihn? Mhm. Gib's ihm. Wenn du keine Angst hast, schaffst du alles. Ich hab keine Angst. Ich weiß. Ich muss dir etwas sagen. Ja? Ich habe etwas gemacht, was... Aber vielleicht war es auch Schicksal. Oh. Oh nein. Buenas tardes, señorita. Perdone que la moleste. Qué lindas sus plantas. No la quería asustar. ¿Me podría decir, por favor, dónde está Mariano Fuentes? Was wollen Sie? No, no entiendes. Queremos a Mariano Fuentes. Ich verstehe Sie nicht. Mariano Fuentes. Oye, calma, calma, calma. ¿Calma qué? No lo entiende. Claro que entiende, mierda. Mira, un diccionario. Aquí lo tengo. Mi Schwester.
Sí. Sí. Interesada. Está aquí, aquí. Schwanger. Schwanger. Sí. Sí. Y Mariana y Mariano Fuentes. De las padres, la puta madre. Du hast ihr unsere Adresse gegeben? Ich glaube es einfach nicht. Querida, pack schon mal die Zahnbürste für den Knast ein. Kalmate, Chico. Reg dich ab. Ach ja, wie lange kennst du sie? Ich kenne sie. Wie lange ist egal? Deine Menschenkenntnisse hast du ja bewiesen, als deine wunderbare Freundin Maria schwanger wurde. Caroline ist nicht wie Maria. Deine Frauen reiten dich immer rein. Maria hat ihrer Familie nicht gesagt, wer der Vater ihres Kindes ist, also musstest du aus Mexiko abhauen. Und Caroline... Sie war hier, an der Tür. Ich habe aufgemacht. Sie hat gefragt, ob ein Herr Fuentes hier wohnt, und dann ist er einfach abgehauen. Was hat sie gesagt? Mariano, warte. Polizei. Greta, wacht auf. Und hier ein Mariano Fuentes. Mariano Fuentes? Nee, es tut mir leid. Also hier wohnt Rafael Fuentes. Das muss ein Irrtum sein. Aber Fuentes ist ja auch sowas wie Müller, ne? Also jedenfalls im spanischen Sprachraum. Mhm. Ja, aber kennen Sie diesen Mariano Fuentes? Nee, tut mir leid. Dann müssen wir es nochmal überprüfen. Entschuldigung. Macht nichts. Wiederschauen. Tschüss. Du kennst sie, ja? Nein, Papa, nicht jetzt. Ich bring dir deine Sachen. Was ist denn passiert? Du hast recht, ich mache allen nur was vor. Du hast dich verliebt. Ich habe ihn angezeigt. Ja, aber du hast dich verliebt. Du siehst immer nur deine Brücke. Ja, ist einfach. Du hast dich verliebt und ich bin jetzt auch noch schuld, oder was? Nein, Alex. Ja, was denn? Wir leben aneinander vorbei. Du hast recht, ja. Du siehst schrecklich aus. Du auch. Warte. Viel Glück. Hallo, Karl. Caroline, ich habe den Wettbewerb gewonnen. Hier, der Brief. Der war heute im Briefkasten. Ja, das Jahr war alles andere als erfreulich. Verzeihen Sie, ich bin nicht bevollmächtigt. Aber mein Vater ist bestimmt gleich wieder da. Allerdings. An wie viel hatten Sie denn gedacht? Oh, mhm. Gut. Also, wenn ich jetzt kaufen würde, würde ich alles in Nox-Aktien investieren. Die Firma ist recht neu am Markt, aber es stehen einige vielversprechende Fusionen an. Damit sind Sie auf der sicheren Seite. Okay. Ich verrate es sonst keinem. Auf Wiederhören. Papa, weißt du, was gerade passiert ist? Wer ist auf der sicheren Seite? Ich habe gerade ein Geschäft gemacht. Mit einer Scheinehe. Was? Papa, ich kenne keinen Mariano Fuentes. Und ich erkenne dich nicht wieder. Das war doch nur... Was immer es war. Ich will davon nichts mehr hören. Ich möchte, dass du das in Ordnung bringst. Und zwar schnell. Und warum schreibt dieser Typ das Buch nicht alleine? Dieser Typ schreibt ein Buch über Zivilisationsformen. Und die Kapitel über die Mayas schreibe ich. Aber das müsste noch Geld bewilligt werden. Deswegen kann ich in 2 Monaten erst anfangen. Gloria, du nimmst die Geheimnisse Neuseelands. Die Sonne Spaniens. Und was machst du bis dahin? Ich werde einfach alle Jobs wegschnappen. Die Seele Mexikos. Und den Zauber aus 1001 Nacht. Oh,
Und du hast den sinnlichsten aller Cocktails. Andere würden sagen, Tequila soll Reis mit Kiwi-Stückchen. Gloria, ich wollte eine schöne Frau beeindrucken. Hallo. Zum Beispiel bei Onkel Ricardos Beerdigung. Da hast du die Urne geklaut und ich wurde erwischt. Weil du die Asche in Timarionas Gemüsegarten gestreut hast. Du hast gesagt, das ist gut für die Pflanzen. War es. Ihre Peperoni gewinnen heute noch Preise. 3 Wochen Stubenerre. Ihm hast du mich zu irgendwelchen Blödsinn überredet. Hallo. Hola. Was darf sein? Hey, guck mal, die suchen uns. Die suchen echte mexikanische Banditos zum Verkauf von Red Hot Chili Burger. Gewürzt mit Bleikugeln. Die nehmen uns. Jetzt komm schon. Dein Job beginnt erst in 2 Monaten. Wir brauchen aber jetzt Geld. Wer überredet wen? Soy tu hermano mayor. Um dieser paar Informationen eine Kaufempfehlung aussprechen? Ja, ich glaube, ich... Vielleicht hast du recht. Essen wir heute Abend zusammen? Ja, gerne. Na, du traust dich ja vielleicht was. Naja, ich meine, was du in 2 Tagen schaffst, dazu brauche ich 2 Wochen. Vielleicht solltest du mir auch mal einen besorgen. Ja. Ich könnte es gut gebrauchen, weißt du? Ja, natürlich. Was im Restaurant? In der Osteria. Ich hab hier einen romantischen. Ja, mir lecker. Echt? Schrimps und Hummer. Was ist denn los jetzt? Ist ja nicht wahr. Habt ihr euch aber einen schönen Schuldigung ausgesucht, ja. Kleinen Moment. Ja, hallo? Ja, Frankfurt, 8:25 Uhr. Geld ab. Bitte schön, ja. Wie? Das hast du nicht gemacht. Original? Du hast dir dem Restaurant unter Tisch ausgezogen. Das ist ja unglaublich. Sag mal, und der Kellner? Verzeihung. Moment. Ich suche einen Umschlag. Was hat er denn ausgezogen? Bitte? Was er... vorhin habe ich hier einen Umschlag verloren. Sekunde. Ja, tut mir leid. Hier wurde nichts abgegeben. Sag mal, was ist... Nicht wurde ja beim Kollegen abgegeben. Hören Sie, ich bin seit 8 Uhr heute Morgen hier. Hier wurde kein Umschlag abgegeben, okay? Schade. Ja. Ach ja, ich meine, dass er mit ihr Schluss gemacht hat, ist doch völlig klar. Natürlich. Ja, was ist denn heute nur los? Mariano Fuentes? Tut mir leid, ich kenne diesen Mann nicht. Naja, ich meine, die Frau, die redet doch den ganzen Tag am Telefon, von morgens bis abends. Mariano Fuentes? Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Wenn ihr so schnell heiratet, muss ich mich ranhalten. Schaffst du es mit deinen Vorbereitungen? Ja, klar, du kennst mich doch. Deswegen mache ich mir ja Sorgen. Ist alles in Ordnung? Ja. Und was ist das jetzt? Was hältst du davon, wenn wir tauschen? Ihr zieht ins Haus und ich baue mir die Remise um. Für Alex bauen wir in der Garage ein Büro. Ich darf mein Musikzimmer behalten. Ist doch Platz genug für uns drei. Wie spät ist es? 10 vor. Der kommt schon noch. Und wenn nicht? Tja, dann musst du diesmal ein bisschen weiter wegsuchen. Thank you.
Mariano Fuentes? Ja. Wir müssen Sie bitten, mitzukommen. Angezeigt? Ja, weil du mich angelogen hast. Ich wollte dir alles erzählen. Hast du aber nicht. Hast mir auch nicht erzählt, weshalb wir verheiratet sind. Was mit Maria ist. Ich habe mich von ihr getrennt, bevor sie schwanger wurde. Ich liebe dich. Vertrau mir. Kurz zu. Kein Problem. Hier, Tom. Iria, ich brauche deine Hilfe. Mariano muss heiraten. Und wen? Nee, oder? Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja. Moin, moin. Guten Morgen, Herr Slewinski. Donnerwetter, Sie sehen ja fröhlich aus heute. Ja, Sie aber auch. Gab's wieder große Erfolge am Wochenende? Mein Zweitjüngster, der hat gestern drei Dinger reingehauen gegen den SC Moabit. Da haben Sie ja einen kleinen Michael Preetz zu Hause. Bloß nicht, der ist ja ein Deißler-Fan. Ich gehe mal in den Steinbruch. Nur nicht unterkriegen lassen, ne? Nee, nee. Frau Mierendorf, ich nehme an, Sie haben die Tabellen fertig. Natürlich, ich rechne nur noch schnell die Zinssatzsenkung ein. Einen Grund? Ich meine, so plötzlich. Also, ich bin nicht schwanger, wenn du das meinst. Bitte sag, dass du dich aufholst. Ja, natürlich. Ich bin so aufgeregt, Papa. Guck mal. Du liebst ihn? Papa! Ich habe mich sofort in deine Mutter verliebt. Ich habe mit der Band gespielt. Sie hat den ganzen Abend mit niemandem getanzt, hat nur zugeschaut. Als ich fertig war, bin ich zu ihr gegangen und habe sie gefragt, ob sie mit mir tanzen will. Sie hat mich angelächelt. Wir haben die ganze Nacht getanzt. Ohne Musik. Jetzt tanzt sie sicher irgendwo im Himmel. Danke. Papa? Ja? Hast du schon gesehen? Hier. Lux Biochem sind jetzt praktisch Alleinanbieter für Blutzuckerteststreifen. Das ist doch wohl eher was für die Analyseabteilung. Ja, aber Fusion im Pharmabereich? War dein Diplomthema, ich weiß. Genau. Also, du würdest aufgrund dieser paar Informationen eine Kaufempfehlung aussprechen? Ja, ich glaube, ich... Hm?
Und dann hat er gesagt, dass er mich als seine Ehefrau akzeptiert. Nein, Caro, das ist ja so abgefahren. Sah er gut aus? Er war mindestens 70. Aber er ist Südamerikaner. Zorro, Don Juan, Casanova. Olé. Der war Italiener. Außerdem waren die alle untreu und darauf stehe ich nicht so. Hilf mir lieber, diesen Betrüger zu finden. Ist doch klar. Du machst in diesem Centro Mexicano einen Salsa-Kurs. Und irgendwann wird er ja mal wieder auftauchen. Ich und Tanzen, das ist eine super Idee. Ein bisschen üben musst du schon noch. Blöde Kuh. Süß. Eigentlich wollte ich es dir nicht zeigen. Nach dem Standesamt war ich irgendwie inspiriert. Entschuldige. Das ist ja wunderschön. Du bist die tollste Frau auf der Welt. Mit oder ohne Hochzeit. Quatsch, ich bin ein Versager. Spinnst du? Du sollst endlich machen, was du willst und dich durchbeißen. Hier. Au! Bist du verrückt? Nicht schlecht. Zur Belohnung spendiere ich dir jetzt erstmal ein Trostpflaster. Komm. Zweimal Vanillecreme mit Mango. Con placer. Was ist denn mit dir los? Geht's dir nicht gut? Saskia, das ist er. Das ist wer? Der Verkäufer. Guck mal auf sein Namensschild. 82. Stimmt so. Danke. Was ist das, Saskia? Jetzt setz dich erst mal hin. Ich muss zur Polizei. Jetzt setz dich erst mal hin. Dieser tolle Typ am Tresen ist also dein Mariano. Muss es sein. Noch mehr Mariano-Freund, das kannst du aber nicht geben. Hola. Superman kauft bei mir. Ich bin noch gar nicht Superman. Als Superman ein kleiner Junge war, sah er genauso aus wie du. Nicht schlecht, dein Mann. Alejo, Ines, Olga, Frida, Rafael, 6. Danke. Und du? Ich hab meinen Vater. Psst. Hola, compañeros, seid ihr da unten? Was machst du denn? Es gibt ein Maya-Volk, das spurlos verschwunden ist. Sie haben eine fantastische Stadt im Urwald hinterlassen. Der Sage nach leben sie unter der Erde. Hola! 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 Ich glaube, ich höre sie. Archäologie kann ja richtig spannend sein. So wie Indiana Jones. Und so bist du auch? Claro. Ich habe mal einen Wald von Regenschirmen vor dem Rathaus aufgestellt. Damit die endlich begreifen, dass der saure Regen die Maya-Ruinen zerstört. Und? Die Leute dachten, der Bürgermeister verschenkt die Schirme. Er wurde wiedergewählt. Mit großer Mehrheit. Die Zuhörer bei deinem Vortrag waren total begeistert. Was denn das? Das ist ja ein schöner Anhänger. Das ist ein Stein, der vom Himmel fällt. Sternschnuppe? Sternschnuppe, Meteorita. Und strahlt der kosmische Energie aus? Natürlich. Ich bin erleuchtet. Ich auch. Ich muss noch mal in die Bank meine restlichen Sachen holen. Weißt du, weil ich habe doch gekündigt. Kommst du mit?
Guten Abend, Herr Slewinski. Guten Abend. Ich hole nur kurz was, ne? Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Das ist sehr schön. Ja, das gefällt mir auch. Das passt sehr gut an einen Ort wie hier. Das ist ein Dekret der spanischen Krone von 1561. Es regelt den Handel zwischen den Kolonien in Mexiko und dem Mutterland Spanien. Der Handel der Könige. Handel und Bank, das passt ja. Hier steht es. Zucker, Kakao, Tabak. Alles Luxusgüter. Das interessiert mich. Wir haben oben noch mehr von diesen Schriften. Vielleicht haben Sie Lust, mal vorbeizuschauen. Sehr gerne. Warten Sie auf jemand? Ja, eine Freundin. Sie macht Überstunden. Nein, sie hat gekündigt. Ihr Chef ist ein Idiot. Idiot. Schleimige Latino Casanova hat dich um den Finger gewickelt. Arme, kleine, süße Caroline. Papas Liebling, macht uns allen nur etwas vor, hm? Oh. Alex, es reicht. Okay. Dann sag mir jetzt, dass du nicht gerade von diesem Typen kommst. Na super. Danke. Alex. Ja, ich. Du ein totaler Vollidiot! Mann, Caroline. Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt. Du schmeißt mich jetzt raus, ne? Ja. Bitte. Bleib doch bei deinem Affen. Aber pass bloß auf, dass er dir nicht auch noch ein Kind macht und dann abhaut.
Levántate. Was feiern wir denn? Ich habe mich in meine Frau verliebt. Du hast dich in Greta verliebt? Rafael, no. In die Frau auf dem Ausweis. Ach so. Caroline Mierendorf. Was? Sie war auf dem Fest. Wieso war sie auf dem Fest? Zufall. Mann, Mariano, so etwas ist doch kein Zufall. Scheiße, weiß sie, wer du bist? Nein. Aber morgen sage ich es ihr. Bist du verrückt? Sie wird dich anzeigen. Auch wegen Greta und mir. Bitte. Du darfst sie nicht wieder treffen. Das kann ich dir nicht versprechen. Pferde haben einen eigenen Charakter, den sie auch zeigen. Das gefällt mir. Ja, meine Schöne. Carmen, ich wollte... Eigentlich hieß sie Hillary und hat einen ewig langen Stammbaum. Aber ich habe sie Hilde getauft. Es ist verrückt. Aber du kannst doch reiten, oder? Ich bin Mexikaner. Vorsicht! Dieses Hektor, der ist sehr gefährlich. Würdest du ihn gerne reiten? Vielleicht im nächsten Leben? Hast du was zu fressen für ihn? Mhm. Gib's ihm. Wenn du keine Angst hast, schaffst du alles. Ich hab keine Angst. Ich weiß. Ich muss dir etwas sagen. Ja? Ich habe etwas gemacht, was... Aber vielleicht war... Buenas tardes, señorita. Perdone que la moleste. Qué lindas sus plantas. No la quería asustar. ¿Me podría decir, por favor, dónde está Mariano Fuentes? Was wollen Sie? No, no entiendes. Queremos a Mariano Fuentes. Ich verstehe Sie nicht. Mariano Fuentes. Oye, calma, calma, calma. Calma, ¿qué? No lo entiende. Claro que entiende, mierda. Mira, un diccionario. Aquí lo tengo. Mi Schwester. Sí. Sí. Embarazada. Está... Aquí, aquí. Schwanger. Schwanger. Sí. Sí. Y Mariano, Mariano Fuentes. El padre de la puta madre. Fata. Mariano. Sí. Ahí entendió. Ahí entendió. Ahí cachó. Ich kenne keinen Mariano Fuentes. Claro que mentira, que puta madre. ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Calma. Calma, por favor. Venga, vamos. ¿Por qué? Joder. ¡Está adentro! Vámonos, te digo. ¿Por qué tú vas? Que te calles, no vamos, te dije. ¡Qué mierda! Vámonos. Tenemos ahora posibilidades. ¡Vámonos! ¿Ya? ¿Wollen Sie zu uns? Ich dachte, hier wohnt der Herr Fuentes. Ja, das ist mein Mann. Er ist nur gerade nicht da. Soll ich ihm was ausrichten? Und das Kind ist auch von Herrn Fuentes? Ja. Warum? Hey! So. Das passt sehr gut an einen Ort wie hier. Das ist ein Dekret der spanischen Krone von 1561. Es regelt den Handel zwischen den Kolonien in Mexiko und dem Mutterland Spanien. Der Handel der Könige. Handel und Bank, das passt ja.
Hier steht es. Zucker, Kakao, Tabak. Alles Luxusgüter. Das interessiert mich. Wir haben oben noch mehr von diesen Schriften. Vielleicht haben Sie Lust, mal vorbeizuschauen. Sehr gerne. Warten Sie auf jemanden? Ja, eine Freundin. Sie macht Überstunden. Nein, sie hat gekündigt. Ihr Chef ist ein Idiot. Idiot. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch, Herr Mierendorf. Und grüßen Sie meine Tochter von mir. Caroline. Alles in Ordnung? Ja, klar. Du hast mir so viel von deiner Heimat erzählt. Ich würde dir gerne was von meiner zeigen. Schön, dass du auch schon da bist. Oh nein. Wir waren um 6 Uhr in Portofino verabredet. Das habe ich total vergessen. Weißt du eigentlich, wie wichtig dieser Dr. Berg für die Jury ist? Das tut mir leid, ich habe es vergessen. Ja, aber wir haben uns doch heute Morgen darüber unterhalten, oder fantasiere ich jetzt? Ich weiß, es tut mir leid. Du, was ist denn los, Caroline? Hm? Gar nichts. Du hast einen Deal mit diesem Mexikaner. Was? Ja, er hat dich zu einer Scheinehe überredet. Hm? Oder ist es mehr? Na, spinnst du? Na klar. Dieser schleimige Latino Casanova hat dich um den Finger gewickelt. Arme, kleine, süße Caroline. Papas Liebling, macht uns allen nur etwas vor, hm? Oh. Alex, es reicht. Okay. Dann sag mir jetzt, dass du nicht gerade von diesem Typen kommst. Na super. Danke. Alex. Ja, ich. Entschuldigung. Ja, bitte. Kennen Sie einen Mariano Fuentes? Mariano Fuentes? Nein, tut mir leid, kenne ich nicht. Hm. Aber ein Stück Wurst kann ich. Danke. So. Oh, auf jeden Fall, gerne, ist ganz scharf. Ja. Unwahrscheinlich, aber kennen Sie einen Mariano Fuentes? Ja, der ist da. Ja? Ja, der ist da hinten. Guten Tag, mein Name ist Caroline Mierendorf. Er spricht nur Spanisch, aber ich kann für Sie übersetzen. Gut. Ich möchte ihm sagen, dass ich die Frau bin, die er anscheinend geheiratet hat. Und jetzt will ich versuchen, einen Weg zu finden, wie wir schnell dafür eine Lösung finden. Meine Familie erwartet das. Ella dice que es tu mujer y ahora van a haber problemas. Nunca la había visto. Bonita la muchacha. Dile que me la llevo. Was hat er gesagt? Er ist einverstanden. Womit? Dass sie seine Frau sind. Los Café con leche. Hallo, Schatz. Hallo. Und schön.
habe den ganzen Tag versucht, diesen Mexikaner zu finden. Und? In einer Kneipe kennen Sie ihn und rufen mich an, wenn er wieder vorbeikommt. Ich habe Bäume gekauft. Die sind ja wunderschön. Ja, die sind ganz schön. Was soll ich denn machen? Ich war bei der Polizei in 1000 Kneipen. Ich verstehe einfach nicht, wie sowas sein kann. Ich verstehe das noch am allerwenigsten, weißt du? Vielleicht ist das ein Zeichen. Also... Warme Speisen werden grundsätzlich kalt angeliefert. Also, das verstehe ich auch nicht. Wie ist das gemeint? Ist das klar? Hm? Ist das klar? Hallo, Süße. Endlich. Ja. Was ist denn los gleich? Ja. Hi, Karl. Warme Freundin, die Sirbe. Hi, Alex. Hallo. Wir holen noch den Öffner. Ja. Diese... Öffner. Okay, schön tief ein- und ausatmen, ja? Ich hab die Papiere verloren. Was? Das war alles in einem Umschlag und den habe ich verloren. Sicher? Sicher. Scheiße. Dann lässt du sie eben nachmachen. Das dauert ewig. Dann bläst du die Hochzeit ab. Bist du verrückt? Ey, so dramatisch ist es auch nicht. Ich liebe ihn. Ja, gut. Kann ich euch irgendwie helfen oder? Hm? Nö. Eine Überraschung. Mhm. Moment noch. Was ganz Schönes. Ja. Ich will heiraten. Ich will ein tolles Brautkleid. Und ich will, dass das alles am 20. passiert und nicht irgendwann. Frauengespräche, die kommen gleich. Wie ist denn der Wettbewerb ausgegangen? Naja, eigentlich sollte ja die Präsentation jetzt alles entscheiden und... Und? Das, ja, sie haben mehrere Vorschläge ausgewählt. Meiner ist dabei und jetzt sollen wir in den nächsten 2 Monaten einfach noch eine Präsentation machen. Das ist doch ein schöner Erfolg. Ja, aber... Ich habe nicht damit gerechnet, weißt du? Weißt du, Karl, es ist gut, dass du jetzt damit anfängst. Ich wollte dich sowieso was fragen. Durch die Verzögerung des Wettbewerbs komme ich in finanzielle Schwierigkeiten. Und du arbeitest doch in der Bank. Und da habe ich mir gedacht, da könntest du mir doch einen Kredit bewilligen, so ganz unbürokratisch. Also es bleibt ja in der Familie, das Geld. Caroline Mierndorf, guten Tag. Nein, Herr Brenningmeier, ich bin die Tochter, aber... Ja, das Jahr war alles andere als erfreulich. Verzeihen Sie, ich bin nicht bevollmächtigt.
Aber mein Vater ist bestimmt gleich wieder da. Allerdings. An wie viel hatten Sie denn gedacht? Oh, mhm. Gut. Also, wenn ich jetzt kaufen würde, würde ich alles in Nox-Aktien investieren. Die Firma ist recht neu am Markt, aber es stehen einige vielversprechende Fusionen an. Damit sind Sie auf der sicheren Seite. Okay. Ich verrate es sonst keinem. Auf Wiedersehen. Papa, weißt du, was gerade passiert ist? Wer ist auf der sicheren Seite? Ich habe gerade ein Geschäft gemacht. Mit einer Scheinehe. Was? Papa, ich kenne keinen Mariano Fuentes. Und ich erkenne dich nicht wieder. Das war doch nur... Was immer es war. Ich will davon nichts mehr hören. Ich möchte, dass du das in Ordnung bringst. Und zwar schnell. Und warum schreibt dieser Typ das Buch nicht alleine? Dieser Typ schreibt ein Buch über Zivilisationsformen. Und die Kapitel über die Maya schreibe ich. Aber es müsse noch Geld bewilligt werden. Deswegen kann ich in 2 Monaten erst anfangen. Gloria, du nimmst die Geheimnisse Neuseelands. Die Sonne Spaniens. Und was machst du bis dahin? Ich werde einfach alle Jobs wegschnappen. Die Seele Mexikos. Und den Zauber aus 1001 Nacht. Und du hast den sinnlichsten aller Cocktails. Hola! 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 Ich glaube, ich höre sie. Archäologie kann ja richtig spannend sein. So wie Indiana Jones. Und so bist du auch? Claro. Ich habe mal einen Wald von Regenschirmen vor dem Rathaus aufgestellt. Damit die endlich begreifen, dass der saure Regen die Maya-Ruinen zerstört. Und? Die Leute dachten, der Bürgermeister verschenkt die Schirme. Er wurde wiedergewählt. Mit großer Mehrheit. Die Zuhörer bei deinem Vortrag waren total begeistert. Was denn das? Das ist ja ein schöner Anhänger. Das ist ein Stein, der vom Himmel fällt. Sternschnuppe? Sternschnuppe, Meteorita. Und strahlt der kosmische Energie aus? Natürlich. Ich bin erleuchtet. Ich auch. Ich muss noch mal in die Bank meine restlichen Sachen holen. Weißt du, weil ich habe doch gekündigt. Kommst du mit? Nahmt, Herr Sliwinski. Nahmt. Ich hole nur kurz was, ne? Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Das ist sehr schön. Ja, das gefällt mir auch. Das passt sehr gut an einen Ort wie hier. Das ist ein Dekret der spanischen Krone von 1561. Es regelt den Handel zwischen den Kolonien in Mexiko und dem Mutterland Spanien. Der Handel der Könige. Handel und Bank, das passt ja. Hier steht es. Zucker, Kakao, Tabak. Alles Luxusgüter. Das interessiert mich. Wir haben oben noch mehr von diesen Schriften. Vielleicht haben Sie Lust, mal vorbeizuschauen. Sehr gerne. Warten Sie auf jemand? Ja, eine Freundin. Sie macht Überstunden. Nein, sie hat gekündigt. Ihr Chef ist ein Idiot. Idiot. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch, Herr Mierendorf. Und grüßen Sie meine Tochter von mir. Caroline. Alles in Ordnung?